Wario auf Hasenjagd. Na, ob das gut geht? Der kommt doch kaum hinterher. Und läuft dann auch noch voll gegen den Buhu. Wario nur eins. Die Zuschauer wollen noch was anderes sehen in diesem Part. Außer Hasenfang. Deswegen bitte ich dich, das doch irgendwie schnell hinzubekommen. Aber ich sehe schon, das wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für dich. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, erstmal ein paar Buhus killen, damit die dich schon mal nicht umbringen können. Das hätte doch was, oder? Und dann auf gut Glück hechten. Yay! Und es hat sogar geklappt. Wunderbar. Du hast nur eine halbe Minute verschwendet. Das ist vollkommen in Ordnung für dich. Aber das war's noch nicht. Ich kenne noch den Aufenthaltsort eines anderen Hasen. Im Übrigen, ich glaube, dass es für jeden Charakter tatsächlich 10 gibt. Was ich aber irgendwie nicht so ganz glauben kann, weil manche haben ja noch unter 5 und wir haben halt schon fast alles vom gesamten Schloss gesehen. Deswegen bin ich doch sehr, sehr misstrauisch, was das angeht. Aber gut, wir werden es schon sehen. Aktuell haben wir 20 Hasen gefangen. Gut, jetzt sind es 22. Und das war sogar sehr gut, Wario. Nice. Genug mit der Hasenjagd. Außer wir finden dort oben im Obergeschoss noch einen auf die Schnelle. Weil eigentlich wollen wir jetzt wieder Sterne sammeln. Wir haben 101, sind endlich dreistellig. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen an Bowser. Geht eigentlich dieser komische Bug noch mit dem Doppelsprung hier? Nee, ne? Nein. Aber man konnte, wenn man sich geschickt angestellt hat, dadurch die Wand glitschen. Das habe ich in meinem Let's Play auch gezeigt. Hier haben wir Atlantis Aquaria, da waren wir ja auch schon drin und haben die meisten Aufgaben bereits hinter uns. Wir wollen jetzt aber mit einer anderen Welt weitermachen. Und ich sehe hier keinen Hasen, deswegen springe ich direkt rein. Es ist diese hier! Die anderen Bilder sind keine Welten mehr. Die sind nur Deko-Bilder. Aber hier geht's zum Fliegenpilz-Fiasko. Ein großer Berg. Punkt, Punkt, Punkt. Und es gibt hier sogar eine Aufgabe, die kannst du nur mit Wario lösen. Früher war das natürlich anders auch möglich, also mit Mario. Aber man hat jetzt das Level ein klein wenig umdesignt, sodass an einem bestimmten Stern nur unser Kraftprotz hier rankommt. Und diese beiden Blöcke sind auch neu. Da haben wir einen Maxi-Pilz, den wir jetzt gleich mal mitnehmen. Warum auch nicht? Ah, schön. Dann können wir den Typen hier wegownen. Bam! Tot! Und da unten, vielleicht seht ihr es schon, ist der rosane Bob-Omb, der die Kanone aufmacht. Allerdings möchte ich den jetzt nicht ansprechen, weil, naja, die Sprungkünste von Wario sind bekanntermaßen jetzt nicht vorhanden. Nicht wirklich jedenfalls. Und ich müsste, wenn ich den jetzt anspreche, nach ganz unten zurück. Und das möchte ich dann doch vermeiden. Ebenfalls vermeiden möchte ich Kontakt mit dem Affen, der da gerade war. Denn das ist der zweite Charakter im Spiel. Und dann fällt er trotzdem. Was ich sagen wollte war, das ist der zweite Charakter im Spiel, der einem die Mütze klauen kann. Neben dem Klepto. Na, jetzt bleib doch auf der Seite bitte. Und ihr wisst ja, wenn man die Mütze verloren hat, dann kriegt man doppelten Schaden. Und das wollen wir garantiert nicht. Im Übrigen, Wario kann diese Pfähle mit einer einzigen Stampfattacke in den Boden rammen. Alle anderen Charaktere brauchen 3 Stampfattacken. So, wird Zeit, ein paar Ups zu farmen hier bei den ganzen Kanonenkugeln. Wenn schon so viele kommen, dann nehme ich auch jede einzelne mit. Hahaha. Sehr schön. Und die Goombas auch noch. Ach, Mist. Jetzt ging's nicht mehr. Der Stern, von dem ich vorhin gesprochen hatte, der befindet sich hinter dem Wasserfall bei der Höhle da. Da komme ich jetzt mit einem Dreisprung ganz gut hin. Aber, naja, ich bin schon einmal runtergefallen und deswegen möchte ich es jetzt wirklich nicht auf die Spitze treiben. Deswegen gehe ich den ganz normalen Weg. Da haben wir auch eine Mario-Mütze. Ey, hast du ein Problem, Alter? Schickst du aufs Maul, ja?
Boah, Mario, du bist so schlecht. Nimm noch mal ein bisschen ab, dann könntest du eventuell auch ein bisschen besser springen. Du weißt schon, dass das hier ein Jump'n'Run ist und kein Beat'em'up, oder? Hier muss man gut rennen und springen können. Irgendwie bist du hier falsch. Andererseits, ohne deine Kraft, kommen wir da nicht dran. Ja, im Prinzip hatte ich jetzt die Entscheidung, welchen Stern ich mitnehme. Ein paar Meter weiter oben wäre nämlich gleich noch einer gewesen. Für den muss man einfach nur den Berg erklimmen. Aber ich habe mich jetzt erstmal für den Stern entschieden, den man auch wirklich nur mit Wario holen kann. Ach ja, und wenn er schon mal dabei ist, dann machen wir doch direkt weiter. Wow, das war der 7. und letzte dieser Welt. Hat man, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nun gut, ich würde sagen, machen wir das einfach nochmal. Diesmal ohne runterfallen. Hast du gehört? Diesmal zeigst du den Leuten, wie du problemlos diesen Berg erklimmen kannst. Und dann holen wir uns den Stern, der da ganz oben auf uns wartet. Und damit es nicht zu langweilig ist, gibt es hier noch einen anderen Weg, den ich euch gerne zeigen würde. Hier sind auch die 8 roten Münzen versteckt. Wobei versteckt jetzt vielleicht nicht das richtige Wort ist. Denn sie sind alle auf dem Haufen. Mehr oder weniger. Und man kriegt das Ganze auch echt schnell hin. Wirklich versteckt sind sie demnach nicht. Man muss nur richtig klettern und sich merken, wo man schon war. Dann ist das eine Sache von nicht mal 2 Minuten. Welcher Weg jetzt schneller ist, kann ich nicht sagen, aber ich denke mal, dass der Weg, den ich gerade genommen habe, unter Umständen schon schneller sein kann. Wenn man einen gelenkigen Charakter hat, wie Mario oder... Ja, eigentlich jeden, außer Wario. Ich wollte es jetzt nur gerade ein bisschen netter sagen, aber tut mir leid, Wario. Ich muss die Wahrheit sagen. Du bist halt nun mal, ne? Ich meine, schau in den Spiegel. Aber wir sollten ihn nicht beleidigen. Er hat die letzten Parts richtig gute Arbeit geleistet. Und jetzt auch schon wieder 2 Sterne geholt. Er lässt Taten folgen und deshalb ist jede Kritik unberechtigt. So. Lassen wir es aber für den Moment mal bleiben. Ich wäre dafür, dass wir uns jetzt... Ah nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Beziehungsweise halt, da war ein Hase. Da war ein Hase, den können wir schnell fangen. Oder gibt es hier auch eine Aufgabe nur für Wario? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil hier gibt es auch eine Welt, die wir noch nicht gesehen haben. Gibt es hier was für Wario? Ich bin mir gerade nicht sicher. Puh, nicht unbedingt, aber eine Aufgabe, die zu Wario passen würde. Gehen wir einfach mal rein in die Welt. Man sollte wissen, dass es hier 2 Eingänge gibt. Einen kleinen und einen sehr großen. Und diese Welt ist an Gullivers Reisen angelehnt. Also an dieses eine Märchen da. Oder was das da war. Pflück die Blume. Es gibt einmal diese Variante. Da sind die Gegner mickrig klein. Und eigentlich auch die gesamte Welt ist mickrig klein. Und dann gibt's eine Riesenversion auch noch. Oh, scheiße. Und wir brauchen für den ersten Stern, den ich hier holen möchte... Na, geh da hoch jetzt. Die riesige Version. Wir müssen dazu aber nicht nochmal aus der Welt raus, sondern einfach nur diese Röhre hier benutzen. Denn wir können mit einem Sprung in die Röhre zwischen den beiden Welten wechseln. Und ihr seht schon, das Ganze sieht jetzt ganz anders aus als vorher. Nun sind wir mickrig klein und die Gegner deutlich im Vorteil. Ach, da ist ein Maxi-Pilz? Echt? Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich wollte mich da nur heilen. Naja, umso besser. Denn die Mission ist, besiege alle Piranha-Pflanzen. Also so heißt sie nicht, aber das ist halt der Kontext. Genau das haben wir hiermit getan. Deswegen meinte ich auch, die Aufgabe passt zu Wario. Ist ja so ein Schlägertyp. Yeah. Und wo ist zum Teufel der Stern? Bin ich blind? Oh, ja, bin ich. Wie konnte ich den Stern übersehen? Was war das denn? Oder bist du jetzt mittlerweile schon so dick, Wario, dass du dich nicht mal mehr umgucken kannst?
Ey, soll ich dir aufs Maul hauen oder was? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Du bist cool. Aber ich fürchte, ich habe jetzt keinen Job mehr für dich. Und hier haben wir auch nur noch Münzen sammeln und so ein Quatsch, ne? Ich guck mal kurz rein. Ein Ort der roten Münzen. Ja, das ist auf jeden Fall nix für ihn. Ich glaube, ich wechsle mal zu Luigi und komm dann nochmal hierher zurück. So. Zum Glück wird man jedes Mal hier im Foyer rausgelassen, wenn man eine Welt abbricht. Das hat sich gerade wirklich gut getroffen. War eine kleine Abkürzung und wir mussten keine Treppen runterlaufen und so. Gerade für Wario ist das ja Anstrengung pur. Geschweige denn von Treppen hochgehen. Oder überhaupt laufen. Ne? Ach ja, Wario bekommt bei mir wirklich sein Fett weg. Der Spruch passt gut, ey. Ein Ort der roten Münzen. So, aber nur weil ich hier ein paar Scherze über etwas, über den dicken Wario mache, soll das natürlich keine Beleidigung sein, ne? Man muss ja heutzutage auf alles achten, ne? Aber das habe ich auch schon 30 Mal angesprochen. Ich habe absolut nichts gegen solche Leute. Meistens sind die netter als die, in Anführungsstrichen, normalen. Und das ist echt so. Das sollte einfach nur ein kleines Scherzchen werden. Also, der, Luigi nutzt jetzt... Ach nein, Quatsch, ich wollte ja... Stimmt, ich wollte ja mal die andere Version zeigen, wie man in die Atlantis-Stadt kommt. Und zwar braucht ihr dafür die Kanone. Die ist... hier. Den rosenen Bob-Omb haben wir auch schon angesprochen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, wäre jetzt irgendwie blöd gewesen. Man muss aber gut zielen, weil es ist nicht so einfach. Weiß jetzt gar nicht, kommt man da hin, wenn man sich hier durchschießt? Boah, ich weiß es wirklich nicht, aber es sieht so aus, ne? Probieren wir es einfach mal. Aber der Winkel ist so scheiße im Moment. Doch, ich probiere es. Ja. Okay. Das war gar nichts. Und ich glaube, das geht auch nicht. Wir müssen die Kanone anders einstellen. Na gut. Neuer Versuch. Probieren wir es doch einfach mal so. Das wird auch nichts. Okay, ist mir jetzt auch irgendwie zu blöd. Denn wenn der Wasserstand auf dem Maximum ist, kann man auch einfach drüber springen. Ich glaube, das ging aber in der N64-Version nicht. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ich weiß, dass es auch mit der Kanone geht. Man muss halt nur gut zielen können. Und ich bin da nicht so der Oberpro drin. Leider. Aber ich hab's halt auch immer auf die andere Art und Weise gemacht. War für mich einfacher. So, jetzt fällt mir aber gerade auf, immer wenn wir die 8 roten Münzen gesammelt haben, haben wir doch auch immer die 100 gelben gesammelt. Also, warum mache ich das denn nicht jetzt auch wieder so? Antwort. Keine Ahnung. Hab's gerade verpennt. Und uns bleibt nur das, ne? Ja, uns bleibt nur das übrig. Hier gibt's doch auch noch eine Mission mit Silbersternen, oder? Die wird aber erst freigeschaltet, wenn wir hier die 8 roten Münzen gesammelt haben. Und du bist der Typi, der uns sagt, wo die sind. Okay, vielen Dank. Weiß ich aber auch schon so. Okay, Freunde. Das Erste, was wir tun sollten, ist hier oben das Geld einsammeln und dann sofort das Wasser ablassen. Weil die meisten roten Münzen kriegt man eigentlich erst, wenn das Wasser weg ist. Oder sogar irgendwie alle. Weil die befinden sich nämlich in diesen Blöcken. Ist jetzt ein bisschen doof, dass ich zuerst hierher gegangen bin. Ich habe jetzt das mit den 100 gelben Münzen tatsächlich vergessen. Halt dich fest! War ja klar. Aber du kommst ja da auch so hoch, deswegen habe ich dich gewählt, Luigi.
Du kannst ja so wunderhübsch hochspringen. Ja, ich sag mal so, wir sammeln jetzt hier einfach die 8 roten Münzen. Dann gucken wir mal, wie viele gelbe wir zusammenbekommen haben. Und, wow, gut. Und dann gehen wir zurück. Da gibt's eh noch blaue Münzen, also einen blauen Münzenschalter. Und mit dem sollten wir dann eigentlich auf die 100 kommen, denke ich. Also hier findet man doch mindestens 50, oder? Drunter wäre ich enttäuscht. Jetzt muss ich nur schauen, wo sind die ganzen roten Münzen? Wenn man auf den Hausdächern unterwegs ist, dann macht man eigentlich relativ wenig falsch. Und jetzt wollte ich einen Seitwärtssprung machen und nicht runterfallen. Boah, funktioniert denn eigentlich irgendwas mit der Steuerung hier? Deswegen mache ich bei Mario 64 DS auch viel lieber den Rückwärtssalto, weil der funktioniert immer. Der Rest nicht wirklich. Also dieses Steuerkreuz ist aber auch wirklich ein sehr, sehr großer Kritikpunkt. Das Spiel hätte sich irgendwie auf dem 3DS besser getan, ne? Aber die Sache ist halt die, die können ja das nicht nochmal remaken. Das wäre ja dann schon wieder Ausschlachtung pur. Und wenn sie es nochmal remaken sollten, dann doch bitte in HD, oder? Wer stimmt mir zu? Aber wenn wir schon über Mario 3D Game Remake sprechen, dann bin ich doch ganz klar dafür, dass man erstmal Super Mario Sunshine ordentlich remaket. Für die Wii U oder für die nächste Konsole. Naja, eigentlich passt es zur Wii U ganz gut. Also bitte Nintendo. An die Arbeit. Gut, wir müssen da hoch jetzt. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr. Wie kommen wir da hoch? Ganz einfach. Hier gibt es einen Schalter. Und der sorgt dafür, dass diese Treppen bei den... Nein, was mache ich denn? Ich trottel, nein! Oh, scheiße. Da ist noch so ein Block. Okay. Der sorgt dafür, dass bei den ganzen Häusern Blöcke erscheinen. Und mit denen kommen wir dann da hoch. Okay, 50 war relativ gut geschätzt. Wir haben jetzt hier 49. Ich muss nur kurz das Wasser wieder aktivieren, sonst kommen wir nämlich nicht zurück. Das ist dann vollkommen unmöglich. Wir würden so mit Luigis Sprungkraft mit Sicherheit... Na, mach jetzt einmal in deinem Leben diesen gottverdammten Seitwärtssalto. Dann halt nicht. Dann lass es doch einfach. Oh, jetzt fliegt er. Ich will nicht so viel schimpfen, aber das ist schon echt schlecht umgesetzt. Okay, also man muss wirklich ganz, ganz oft mit die... Darf ich was sehen? Hallo? Vielen Dank. Man muss ganz, ganz oft mit dem Rückwärtssalto arbeiten, sonst wird das nichts. Oh, meine Fresse! Das gibt's doch nicht. Ja, dann spring an die Wand da drüben, da kannst du wenigstens nichts falsch machen, wollte ich sagen. Und da wäre es beinahe nochmal passiert. Wassermarsch. Oh Gott. Geht doch, ey. Jesus Christ. Diese scheiß Münzensammelei war jetzt eigentlich für den Part gar nicht vorgesehen. Aber, ja, wir müssen es halt machen. Tut mal leid, ne? Gesprächsthema. Dann ist es interessanter. Virtual Console. Ist ein gutes... Wow, den habe ich noch nie mit einem Fußtritt besiegt. Ist ja geil. Virtual Console. Was habt ihr denn so für Virtual Konsolenspiele? Habt ihr überhaupt welche? Ich muss ja sagen, ich habe fast keine. Das hat jetzt nicht den Grund, dass ich die alten Spiele nicht mag. Ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass sehr, sehr, sehr viele alte Spiele bei weitem besser sind als die neuen. Oh ja, das ist ja eigentlich auch erwiesen. Das ist so, Punkt. Und es ist auch ganz natürlich, weil klar, irgendwann ist eine Spieleserie abgenutzt und dann kommen nicht mehr so viele Ideen und. Ist ja ganz logisch, dass 2014 vieles nicht mehr an das rankommt, was in den 90ern abging. Boah, ist hier viel Geld. Geil. Wusste ich doch, dass man hier rocken kann.
Habt ihr viele Ja oder Nein? Ich habe fast nichts, weil... ich finde es so ein bisschen Ausschlachtung, ehrlich gesagt. Wenn so Spiele wiederkommen, die ewig lang in der Versenkung waren, wie zum Beispiel Mario Party oder Donkey Kong Country, dann finde ich das noch okay. Aber es gab halt auch Games, die sind immer und immer wieder so digital vertrieben worden. Und mich kotzt es halt an, dass Nintendo da einfach überhaupt nichts dran verbessert, sondern einfach die Originalvariante in den eShop knallt. Ohne grafische Verbesserungen, obwohl es die Konsole, auf der die Virtualkonsole läuft, locker hergeben würde. Ich meine, es wird ja noch nicht mal die Auflösung angepasst oder das Seitenverhältnis. Ja, okay, gut, mal so, mal so. Mal haben sie 16 zu 9, dann haben sie wieder 4 zu 3, dann haben sie wieder irgendwas. Und ja, ich finde hier einfach optisch nicht so hübsch auf einem mega krassen HD-Fernseher. Das war früher anders, klar. Und ich besitze die meisten Games ja sowieso im Original, deswegen gibt es für mich ja keinen Grund mehr, sich die Virtualkonsole-Titel da zu holen. Aber ich bin der Meinung, dass es eine super tolle Sache ist für vor allem Kinder, die halt diese Zeiten nicht miterlebt haben und dann für, in Anführungsstrichen, wenig Geld, ist ja auch noch so eine Sache, ich finde manche Titel zu teuer, kostet ja teilweise 10 Euro. Mir ist klar, dass es auf eBay und so noch teurer ist, aber ich meine, komm, es ist ein altes Game und Nintendo, das ist nur ein Download. Das ist ohne die Originalverpackung, ohne die Beschreibung, wo man noch sagen könnte, ja, das ist wegen dem... Fuck, habe ich jetzt den Stern eigentlich eingesammelt? Okay, ich habe ihn eingesammelt. Ich wusste es jetzt wirklich nicht mehr und ich wollte kein Risiko eingehen. Gut, um die Gedanken von eben zu Ende zu führen. Bei Spielverpackung und Beschreibung kann man ja noch sagen, das ist wegen dem Sammleraspekt so teuer und so. Aber bei Nintendo ist es ja nur ein Download und die können das ganz einfach vertreiben. Und da könnte man mit den Preisen, finde ich, schon runtergehen für Games, die aus den 90ern oder sogar aus den 80ern stammen. Wie ist eure Meinung dazu? Liebt ihr die Virtualkonsole? Liebt ihr es, die Retro-Titel so nochmal erwerben zu können? Kennt ihr die Spiele gar nicht und freut euch, sie nochmal zu spielen? Oder denkt ihr euch auch, boah, nee, das ist mir zu teuer, warum sollte ich es mir nochmal holen? Ich hab's doch schon. Und sieht eh nicht so toll aus. Könnte man ein bisschen was dran verändern. Manchmal wird ja sogar was rausgecuttet. Ach komm, mach mal noch einen Stern. Heute mach mal einen Part länger, ey. Ich will noch weiter labern hier. Längere Part. Manchmal wird ja sogar was rausgecuttet. Wie zum Beispiel bei Game Boy Advance Games. Da wird komplett auf den Multiplayer verzichtet. Und da frage ich mich dann auch, wieso denn? Wenn man jetzt Mario Kart Super Circuit irgendwann im eShop anbieten sollte, was ja tatsächlich noch nicht da ist, sondern nur ein Teil des Nintendo 3DS Botschafterprogramms war, dann ist das irgendwie schon lame, wenn man das nur im Einzelspieler zocken kann. Oder? Oder auch so eine Sache, die ich absolut kacke finde. Es wird immer oder sehr, sehr oft die amerikanische Version angeboten. Jetzt bei Donkey Kong Country vor kurzem auch nur die amerikanische. Was zum Teufel ist mit der deutschen? Ich meine, ja, okay, NTSC und PAL, da gibt's einen Unterschied. Und die amerikanische Version ist schneller und besser. Okay, gut, aber das wäre doch trotzdem möglich gewesen, da das nochmal zu übersetzen, oder? Das kann doch nicht so viel Zeit kosten. Die haben doch eine Vorlage aus dem Original. Und im Wii Shop-Kanal haben sie auch früher immer die deutschen Versionen angeboten. Jetzt nicht mehr bei der Wii U. So, den Hasen wollte ich sagen. Den Affen müssen wir fangen. Ah, du blödes Viech, du. Komm her. Komm her, Mann! Alter! Ah, hab ich dich! Ah, lass mich los! Juck. Ich wollte dich bloß foppen. Verstehst du keinen Spaß? Weißt du was? Ich schlage dir einen Tausch vor. Du lässt mich los und ich gebe dir dafür was Tolles. Also, einverstanden? Ja, okay. Was haben die heute bloß mit dem Foppen? Ist total beschissen, dieses Wort, meiner Meinung nach. Ja, also ihr merkt, ich bin jetzt nicht so ein großer Freund der Virtual Konsole. Ich hab die Games lieber im Original, weil da habe ich alle Vorzüge. Und ja, für mich gibt's da keinen Grund,
Aber für Kiddies, die die alte Zeit nicht kennen, ist es in Ordnung. Das ist mein Standpunkt. Wie ist eurer? So, das war's jetzt dann aber mit diesem XXL-Part. Bis zum nächsten Mal.